nochmal hier offiziell herzlich willkommen zu diesem, zu dieser Veranstaltung, digitalen Veranstaltung, an diesem wichtigen Tag. Heute ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und ich bin halt sehr froh, als persönlich ein wichtiges Thema für mich, aber auch politisch, an dem ich immer gearbeitet habe, das Thema Arbeit, der inklusive Arbeitsmarkt. Was passiert nach der Schule? Wie kann ein inklusiver Arbeitsmarkt aussehen? Wie kann ein Übergang aus der Werkstatt in den inklusiven Arbeitsmarkt oder auf den ersten Arbeitsmarkt aussehen? Was sind die Hürden? Welche europäischen Mitgliedstaaten machen es anders als Deutschland? Was kann hier, wo können wir vielleicht auch von anderen Mitgliedstaaten lernen? Der Titel dieser Veranstaltung lautet der Paradigmenwechsel, inklusives Arbeiten statt Abschottung, europäische Wege aus dem Werkstattsystem. Wir haben hier vier wichtige Referentinnen, die ihre Perspektiven vorstellen werden. Die möchte ich, bevor ich einen kleinen Überblick über die Situation zum Thema Arbeit gebe, gerne vorstellen. Ich freue mich sehr, hier Herrn Franz Wolfsmeier vorzustellen, der inklusives Arbeiten besonders in Österreich vorangebracht hat. Er ist Mitbegründer von Chance B, und er ist ehemaliger Präsident der EASPD, also of the European Association of Service Providers for Persons with Disabilities. Herzlich willkommen, Herr Wolfmeier. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dann begrüße ich ebenfalls Frau Aideen M. Hartney aus Irland. Sie ist die Direktorin der National Disability Authority Ireland. Hallo, guten Tag, es freut mich sehr. Sie wird die Perspektive aus Irland uns darstellen und berichten, wie es in Irland aussieht. Und dann freue ich mich sehr, dass Herr Luis Sevilla aus Spanien hier mit uns auf dem Podium ist, aber auch gemeinsam mit Steff Koch aus Belgien. Herr Sevilla ist Direktor des D-Wise Network, ein Netzwerk unterschiedlicher Sozialunternehmen in der Union und in der Europäischen Union, und gemeinsam mit Steff de Koch aus Belgien, der ist Berater bei Maatwerk, bei der Maatwerk Group, das auch ein Sozialunternehmen ist. Bevor ich das Wort an Herrn Wolfmeier gebe, vielleicht noch mal ganz kurz einige Fakten zum heutigen Tag, Europäischen Aktionstag, Protesttag. So, wie sieht es aus? 10 Jahre nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention. Da sieht es immer noch schlecht aus um die Situation von Menschen mit Behinderung. Weniger als 50% haben eine Arbeit und viele bleiben ihr aber auch ein Leben lang abgeschottet. Sie sind in Werkstätten für Menschen mit Behinderung dort beschäftigt. Sie haben keinen Mindestlohn und es gibt auch keinen Arbeitnehmerinnenstatus. Und auch der Übergang in den ersten Arbeitsmarkt ist jetzt aus Deutschland gesprochen fast unmöglich. Da liegt die Übergangsquote bei 1%. Und das Ganze steht klar gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 27. Und die sagt, das ist menschenrechtsverletzend. Jeder hat das Recht auf Teilhabe und Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt und auch das Recht auf entsprechende Bezahlung. Die Europäische Kommission hat in diesem Jahr die neue EU-Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderung vorgestellt und arbeitet an einem Paket zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung. Und es ist hier Zeit für einen Paradigmenwechsel, Zeit, um umzudenken und Wege zu finden, wie Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten und gemeinsam mit der entsprechenden Unterstützung hier zusammen tätig sein können. Es gibt genug inklusive Alternativen zum Werkstattsystem, die nur darauf warten, politisch, aber auch finanziell gefördert zu werden. Mein Name ist Katrin Langsiepen, ich bin die grüne Europaabgeordnete, stellvertretende Vorsitzende im Europäischen Parlament und auch da die einzige Frau mit Behinderung unter 705 Abgeordneten, und befasse mich, habe mich mit meiner
Berichterstattung mit dem Thema Arbeit politisch befasst, aber natürlich auch, ich habe mal als junger Mensch einen Ausbildungsplatz gesucht und da hatte man mir eine Einrichtung vorgeschlagen, aber das war es dann auch und fühlte mich da auch sehr allein. Ich möchte nun Herrn Wolfmeier das Wort geben und freue mich sehr, was er aus Österreich zu berichten hat. Herr Wolfmeier, herzlich willkommen. The floor is yours. Vielen Dank, Frau Langensiepen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und freue mich, dass Sie so zahlreich an diesem Thema, sich für dieses Thema interessieren. Ich möchte, bevor ich auf die österreichische und vor allem auf die oststeirische Situation zu sprechen komme, doch einige allgemeine europäische Ansatzpunkte aus meiner Erfahrung als Präsident, als früherer Präsident von ERSPD einbringen. ERSPD vertritt Mitgliedsorganisationen in 33 europäischen Staaten und daher habe ich einen sehr guten Überblick, was in Europa möglich ist und was nicht. Und ich möchte einige Prinzipien, wo ich glaube, das sind die Zukunftsweisenden, voranstellen und dann zeigen, wie wir das in der Oststeiermark umgesetzt haben. Das erste ist, Frau Langensiepen hat es angesprochen, Sie haben über inklusive Arbeitsmärkte gesprochen. Was wir aber brauchen und was sich zeigt heute, wir brauchen inklusive Wirtschaft. Und gerade jetzt in der Situation, in der wir sind, nach dieser Corona-Katastrophe, sprechen ja viele von einem Neustart und man überlegt überall, was sind die Elemente, die man weiter in die Zukunft führen will und welche will man verändern. Und hier gehört vor allem Nachhaltigkeit dazu und es gehört die Inklusion möglichst aller Bürgerinnen und Bürger in Europa dazu. Das zeichnet uns ja aus in der Welt eigentlich, dass wir in Europa ein System haben, wo wir prinzipiell niemand zurücklassen, aber viele Menschen lassen wir doch zurück, weil wir sie in ein soziales Eck mit Sozialhilfe und sonst wie abgeschoben haben. Frau Langensiepen hat auch das Wort erwähnt, finanzielle Förderungen dafür aufzubringen. Ich arbeite heute im Zentrum für Sozialwirtschaft in der Steiermark hier in Österreich. Das ist ein Beratungsunternehmen, das politische Strategieentwicklung betreibt und wir sehen in vielen Bereichen, dass das, was wir jetzt tun, eigentlich viel teurer ist. Wenn die Menschen in einem Sondersystem leben, dann lernen sie Abhängigkeit. Sie lernen bedürftig sein und wir müssen ein Leben lang gefördert werden. Und es gibt also zahlreiche internationale Studien, die zeigen, dass das anders eigentlich nicht teurer ist, aber es bringt mehr Lebensqualität für die Menschen. Also inklusive Arbeitsmärkte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die in Europa leben, am Wirtschaften beteiligt sind, Geld verdienen können und das auch ausgeben können und dass sie zum Staat, zum Funktionieren des Staates über ihre Steuern beitragen. Wir haben zwei Wege in Europa dazu. Das eine ist, dass es Staaten gibt, die bereit, ich habe noch was vergessen. Die Europäische Union hat in, also die neue Kommission, hat in ihrer neuen Strategie hier wesentliche Elemente eingebaut und die sollten wir nicht nur als Wirtschaftsentwicklung sehen, sondern die sollten wir auch für unseren Sektor als wichtig sehen. Das eine ist praktisch Initiativen für nachhaltiges Wirtschaften und das andere ist ein Aktionsplan für Sozialwirtschaft. Und der neue Kommissar für Beschäftigung hat in einer Konferenz, bei der ich teilgenommen habe, davon gesprochen, dass ein Drittel der europäischen neu gegründeten Unternehmen bereits sozialwirtschaftlich sind. Und sozialwirtschaftliche Unternehmen beschäftigen in einem hohen Ausmaß benachteiligte Personengruppen, unter anderem Menschen mit Behinderungen. Und wie man das organisieren kann, das ist in den Staaten sehr unterschiedlich. Einige Staaten, und wir haben Jeff de Kock aus Belgien, aus Flandern hier, wo das im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, mit einer Abteilung für Sozialwirtschaft und nicht im Sozialministerium. Frankreich hat ein eigenes Ministerium für Sozialwirtschaft. Also, Entschuldigung,
was ich wieder vergessen habe. Es ist unglaublich, was einem alles passiert. Man denkt immer, das hat man alles bedacht, aber das habe ich offensichtlich wieder. Alles gut, kein Problem. Entschuldigung. So. So, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Gut. Und diese neuen Entwicklungen, also wir sollten, wenn wir jetzt über Arbeit für Menschen mit Behinderungen nachdenken, nicht nur darüber nachdenken, wie wir diese Menschen in normale Unternehmen bringen, sondern wir sollten über gesamte Systeme nachdenken. Denn die Wirtschaft tut das auch. Und da sollten wir mit dem Sektor der Menschen mit Behinderungen vertritt und der die Dienstleistungssysteme für Menschen mit Behinderungen vertritt, dabei sein. Vielleicht eine Zahl möchte ich einbringen. Wir haben im EASBD vor 7, 8 Jahren eine Studie gemacht, um zu sehen, wie groß ist denn dieser Sektor der geschützten Werkstätten, also dieser geschützten Arbeitsplätze. Und für uns überraschend war, er ist sehr groß. Es sind etwa 3 Millionen Menschen europaweit in diesem Sektor beschäftigt. Aber, was sich auch gezeigt hat, dieser Sektor ist sehr unterschiedlich organisiert. Also einige erhalten Taschengeld und das ist in Deutschland und Österreich so. Wir haben in beiden Ländern so einen Sektor. Aber in anderen Ländern ist dieser Sektor zwar etwas mehr geschützt und erhält besondere Rahmenbedingungen, aber die Menschen erhalten volle Entlohnung und sind sozial versichert und unterliegen dem Arbeitsrecht. Was ich zuletzt noch anmerken möchte von dieser europäischen Diskussion und vom generellen Überblick, ich konnte mir in den letzten 3 Jahren in sehr vielen Staaten Modelle anschauen. Entscheidend überall ist, dass das System der Vergabe öffentlicher Dienstleistungen nach sozialen Kriterien ausgerichtet ist. Das ist insofern wesentlich, weil diese Unternehmen ja viele Menschen mit Behinderungen beschäftigen und natürlich besondere Rahmenbedingungen brauchen, dass diese Beschäftigung dauerhaft sein kann. In Staaten, wo das nicht gut geregelt ist, zeigt sich, und das ist auch in Österreich so, dass diese Menschen, dass die Menschen mit Behinderungen die Ersten sind, die ihre Arbeitsplätze verlieren. So, und jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel aus der Oststeiermark zeigen. Das Beispiel meines früheren Unternehmens, das ich gegründet habe und in dem ich mehr als 30 Jahre gearbeitet habe. Es ist die Chance B-Gruppe in der Oststeiermark. Die Oststeiermark ist ein Teil, eine Region, eine sehr ländliche Region in Österreich im Süden mit Grenzen zu Ungarn, Slowakei, Slowenien. Und hier wohnen etwa 280.000 Menschen und es gibt rund 18.000 Unternehmen in dieser Region. Und ich kann heute sagen, dass das eine Region ist, die sich in den letzten 36 Jahren, ich glaube, zu einer der inklusivsten Regionen Europas entwickelt hat. Und das betrifft auch die Arbeitswelt. Und es hat gestartet mit der Deinstitutionalisierung, mit der Ausgliederung von Kindern und Jugendlichen mit schweren Behinderungen aus psychiatrischen Einrichtungen. Und es hat aber anders gestartet als in vielen anderen Ländern, denn wir haben hier in der Region nicht darüber nachgedacht, wie wir diese Menschen in Einrichtungen unterbringen können, sondern wir haben mit den Familien darüber nachgedacht, was sie brauchen, damit diese Kinder und Jugendlichen in ihrer Familie, in ihrer Gemeinde gut leben können. Und so ist heute ein soziales Dienstleistungssystem entstanden, ein umfassendes soziales Dienstleistungssystem. Und das halte ich einmal für eine der wesentlichen Erkenntnisse auch für andere Regionen. Wir denken oft nur in Dienstleistungen und wo können wir jemanden unterbringen. Das ist nicht die Frage. Wir müssen in Systemen denken und schauen, was jemand braucht, damit er in seiner Familie, in seiner Gemeinde, in seinem Unternehmen gut arbeiten und beschäftigt sein kann. Also das ist die neue Frage. Die neue Frage ist, was brauchen diese Menschen, damit sie entsprechend ihrer Lebenssituation, ihrem Lebensalter die notwendige Unterstützung bekommen, dass sie ihr Leben bewältigen können.
Und die Dienstleistung darf sich nicht nur an die behinderten Menschen richten, sondern die Dienstleistung muss sich an das ganze System richten. Denn die Familien, die Kindergärten, die Schulen, die Gemeinden, die brauchen dabei Unterstützung. Inklusion ist ja kein Thema für Menschen mit Behinderungen, sondern es ist ein Thema für die Gesellschaft. Also wir schauen nicht, wo bringen wir jemanden unter, sondern was braucht jemand, damit er sein Leben gut bewältigen kann. Und diese Chance B-Gruppe ist heute ein komplexes Dienstleistungsunternehmen und eines der größten Unternehmen der Region mit 550 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern und unterstützt etwa 3000 Personen jährlich beim Leben in allen Bereichen. In dieser Zeit ist es auch gelungen, also seit etwa 1990 bis heute, mehr als 6000 Personen mit Behinderungen in Unternehmen Arbeit zu verschaffen. Und ich möchte jetzt einige, was sind so die Geheimnisse, was muss man sagen, damit das gelingt? Das erste ist Inklusion von der Geburt an. Jemand, der in einer Sondereinrichtung, Kindergarten, Schule gelebt hat, hat schon gelernt, abhängig zu werden und ist nicht selbstständig in seinem Lebensumfeld. Gerade Deutschland zeigt das sehr gut mit den großen Sonderschulen. Das sind immer zentrale Sonderschulen, wo die Kinder und Jugendlichen praktisch ihr Leben in ihrer Gemeinde aufgeben müssen, damit sie gebildet werden. Aber man übersieht, dass Bildung ja heißt, sein Leben besser bewältigen zu können. Und dazu muss Bildung dienen. Also Inklusion beginnt mit der Geburt. Das zweite ist eben eine Unterstützung für die Systeme. Ich habe es schon gesagt, also wir haben mit den Familien, mit denen wir gestartet haben, erhoben, was sie gebraucht hätten, damit sie ihr Leben gut bewältigen können. Und das war Unterstützung beim Alltagsleben zum Beispiel. Es war Unterstützung bei der Bewältigung von Schuld und Scham. Einfache Dinge, aber das wird sehr oft nicht angesprochen. Und wir haben das dann aufgebaut und angeboten. Und dann waren es vor allem Unterstützungen im Übergang in die nächste Phase, aus der Familie in den Kindergarten. Dann braucht der Kindergarten Unterstützung und Vorbereitung in die Schule und dann Berufsausbildung, Arbeit, Wohnen und so weiter. Also die Übergänge im Auge haben. Ein wesentliches Element bei all diesen Phasen ist, mit den Menschen daran zu arbeiten, was sie schon können. Und das, was sie können, einzusetzen und nicht immer an dem zu arbeiten, was sie nicht können. Es ist simpel, wir sprechen darüber überall, aber es wird heute noch sehr oft trotzdem gemacht. Und medizinische Diagnostik zum Beispiel ist ein Element, wo man feststellt, was jemand nicht kann und an dem muss man dann arbeiten. Insbesondere für den Übergang in den Beruf war das dann sehr wichtig. Wir haben hier ein Element einrichten können, das europaweit ziemlich einzigartig ist. Wir haben heute in ganz Österreich das heißt Jugendcoaching, eine Dienstleistung, die für Jugendliche, die Probleme haben im Übergang von Schule in den Beruf, die verfügbar ist. Und wir können hier in der Region alle Jugendlichen, die im letzten Schuljahr erreichen. Und früher war das so, dass viele Jugendliche jahrelang zu Hause gesessen sind. Die haben nicht gewusst, wo sie hingehen können. Und diesen Übergang aktiv zu begleiten, mit den Jugendlichen in Praktika zu erproben, was sie können, wo ihre Stärken liegen, was sie nicht können und dann am Ende des Jugendcoachings eine Art Plan zu haben, was man nach der Schule beginnen will. Das ist ein entscheidendes Element. Also so den Übergang begleiten. Ein wesentliches Element in unserer Unterstützung zur Arbeit sind Praktika. Praktika, die Unternehmen nichts kosten, die begleitet werden und die aber auch wirklich länger dauern können, damit hier beiderseitiges Vertrauen entsteht. Und die begleitet werden und ausgewertet werden. Ein weiteres
ein weiteres Element ist, dass es für die Unternehmen und für die Menschen mit Behinderungen in der Region eine stabile Ansprechorganisation geben muss. Also man muss, die Unternehmen müssen wissen, wenn eine Krise auftaucht, dort rufe ich an und sofort ist jemand da. Das muss verlässlich und von hoher Qualität sein. Ein weiteres Element ist, dass man durch Beispiel führen muss. Man kann nicht, so wie das oft gesagt wird von Behörden, verlangen, dass Menschen mit Behinderungen beschäftigt werden und das dann nicht selbst tun. Also die Chance B-Gruppe beschäftigt auch eine große Zahl von Menschen mit Behinderungen im eigenen Arbeitskräftepool. Und ich vermute, dass die Kollegin aus Irland auch beschreiben wird, also das hat mich sehr beeindruckt damals, wie ich dieses irische Konzept gesehen habe, dass das Parlament 100 Personen mit Behinderungen im Parlament beschäftigen will. Die Chance B-Gruppe hat auch ein eigenes sozialwirtschaftliches Unternehmen gegründet, das vielen anderen Menschen hilft, also zum Beispiel älteren Menschen, ihren Haushalt weiterzuführen. Also das Unternehmen heißt Housemasters, beschäftigt etwa 80 Personen, davon 60 mit Behinderungen. Und die sind unter anderem in Dienstleistungsbereichen tätig, die wieder mithelfen, also wie Wäscherei, Reinigung und dergleichen. Ja, das sind so einige Elemente, die hier in der Oststeiermark ganz gut funktionieren und wo wir das Glück hatten, dass wir durch gute Interessenvertretung und gute politische Kontakte es auch geschafft haben, viele dieser Elemente österreichweit zu etablieren. Was ich als Einschränkung sagen muss, leider ist es uns nicht gelungen, in Österreich ein Gesetz zu verändern, das nach wie vor viele Menschen von Arbeit per Gesetz ausschließt. Das ist eine europaweit einzigartige Regelung, sogenannte Arbeitsunfähigkeit. Arbeitsunfähige Menschen sind die, die weniger als 50% Leistungsfähigkeit haben und die sind davon ausgeschlossen, sozial versichert werden zu können. Und das ist eine Barriere, an der wir arbeiten müssen. Aber jetzt noch einmal, hier in der Region Oststeiermark ist es oft gelungen, auch diese Barrieren in Einzelfällen zu überwinden. Ja, danke. Ganz herzlichen Dank, Herr Wolfmeier, für diesen Besuch in der Steiermark. Klingt sehr spannend und wenn Corona es zulässt, gucke ich mir das sicherlich gern mal an. Das war ja so ein bisschen auch mein Plan, in die europäischen Mitgliedstaaten zu reisen, mir entsprechende Beispiele anzuschauen. Zeitlich wird das noch hinkommen. Wir gehen jetzt in den hohen Norden. Wir gehen jetzt nach Irland. Und zwar freue ich mich sehr, dass Aideen Mithartney hier ist. Sie wird uns jetzt mal ihre Sicht der Dinge erzählen. Wie geht es in Irland? Wie schaut es da aus mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention? Und gibt es da genauso viele Werkstätten für Menschen mit Behinderung wie in Deutschland, also 300.000? Oder was macht Irland anders? Please, the floor is yours. Thank you very much and good afternoon. Vielen Dank. Schönen guten Tag allerseits. Vielen Dank für die Einladung, so dass ich ja heute mitmachen kann. Ich möchte Sie beglückwünschen zu diesem interessanten und zeitgemäßen Event. Ich bin Direktorin einer Organisation namens National Disability Authority. Und ich möchte etwas darüber sprechen, was unsere Organisation macht. Wir sind ein beratendes Gremium der Regierung gegenüber. Wir sind per Gesetz eingerichtet worden und wir bieten unabhängigen Sachverstand und Beratung allen staatlichen Stellen, also allen Regierungsministern und Staatsbediensteten an. Wir haben auch die Rolle der Förderung des universellen Designs.
also des Umfeldes, sodass alle das Umfeld und die Umwelt nutzen können, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Diese beiden Rollen sind also relevant, was unsere Beratungstätigkeit auch im Bereich der Beschäftigung angeht. Die irische Situation ist sehr ähnlich wie sonst in Europa, vielleicht ein bisschen schlimmer. Unsere Statistiken zeigen, dass wir die deutlichste oder eine der deutlichsten Beschäftigungslücken haben für Menschen mit Behinderungen. 2016 erfolgte die letzte Erhebung und da kam raus, dass 36,5% der Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter eine Beschäftigung haben. Und diese Zahl ist niedriger als der EU-Durchschnitt. Etwa die Hälfte, diese Zahl ist etwa halb so groß wie die Zahl für die Menschen ohne Behinderungen. Diese Zahl verbessert sich so ganz allmählich. Menschen mit Behinderungen finden Beschäftigungen, verbleiben auch in Beschäftigung. Aber das heißt, unsere gesamte Beschäftigungssituation verbessert sich aber auch in Irland. Das heißt, dass die Lücke nicht unbedingt geschlossen wird. So sieht das Gesamtbild aus, was die beschützte Arbeit angeht. So haben wir in Irland Arbeiten hierzu begonnen, vor 2012 schon, um uns dieser ganzen Frage der geschützten Arbeit anzunehmen. Denn wir als Nation waren uns wohl bewusst darüber, dass das nicht der Gleichstellungsgesetzgebung entspricht, die wir in Irland haben. Das war also eine Triebfeder für die Organisationen, die zuständig sind für die geschützten Werkstätten, ihre Situation zu überprüfen. Zahlen aus 2017 zeigen, dass 2300 Menschen in unterschiedlichen geschützten Arbeitsbeschäftigungen oder Arrangements sich befanden, also geschützte Werkstätten waren das, aber auch andere Plätze, die ähnlich waren, in denen eine arbeitsähnliche Beschäftigung erfolgte, allerdings ohne Bezahlung oft. Und Arbeiten werden jetzt fortgeführt, um hier den Übergang zu schaffen, um Menschen aus solchen Situationen herauszubekommen und sie überzuführen, sie in die Mainstream-Beschäftigung. Es gab Herausforderungen, aber auch gute Erfolgsbeispiele. Vielleicht darf ich darüber noch etwas mehr dann sprechen in den nächsten paar Minuten. Die Herausforderungen, auf die wir gestoßen sind, waren folgende. Wir in Irland machen es gut auf der politischen Seite. Wir entwickeln gute Politiken und Strategien für die Probleme. Aber wir haben oft Herausforderungen bei der Umsetzung. Wir haben manchmal auch gute Beispiele für die Umsetzung auf der lokalen Ebene, in dem einzelne Anbieter oder sehr motivierte Unternehmen oder sehr motivierte Organisationen viel erreichen. Aber da, wo wir Probleme haben, das ist auf die nationale Ebene. Das Überführen auf die nationale Ebene, ein standardisierter Ansatz für die nationale Ebene im ganzen Land, das ist oft problematisch. Das politische Ziel und das Engagement der Regierung besteht darin, dass man sicherstellen möchte, dass alle, die arbeiten wollen, Zugang bekommen können zu bedeutsamer Mainstream-Beschäftigung. Und zu diesem Zweck haben wir eine überspannende Politik bzw. Strategie in Irland, nämlich unsere sogenannte umfassende Beschäftigungsstrategie für Menschen mit Beschäftigungen, eine auf 10 Jahre ausgelegte Strategie, die 2015 eingeläutet wurde, also bis 2024 laufen wird. Das wird dann das letzte Jahr sein. Einige der Probleme, auf die Herr Wolfmeier hingewiesen hat, haben wir auch festgestellt. Beschäftigungsherausforderungen erfordern natürlich auch, dass man das gesamte Leben betrachtet. Wir brauchen ein ganzes Leben, einen ganz Lebensansatz sozusagen. Und dadurch wird auch anerkannt, dass nicht nur ein Ministerium hier eine Führungsrolle spielen muss, hier Maßnahmen umsetzen muss. Die umfassende Beschäftigungsstrategie wurde auch also aus dieser Perspektive heraus zusammengestellt. Wir haben 6 prioritäre Bereiche, auf die wir uns konzentrieren, und viele Ministerien und öffentliche Stellen haben Verpflichtungen übernommen im Hinblick auf diese Prioritäten. Erstens Aufbau der Fertigkeiten und Kapazitäten und der Unabhängigkeiten der Menschen mit Behinderungen, um sicherzustellen, dass sie qualifiziert sind, in den Bereichen zu arbeiten, in denen sie arbeiten wollen. Das beginnt sehr früh über das Bildungssystem.
Außerdem die Priorität, dass wir das zur Verfügung stellen, was man zum Arbeiten braucht. Eine der großen Herausforderungen in Irland ist Zugang zum öffentlichen Verkehr, zum ÖPNV, sodass die Menschen tatsächlich auch an den Ort ihrer Beschäftigung kommen können, dass wir also auch barrierefreien ÖPNV haben. Das ist eine große Herausforderung, aber auch ein Bereich unter dieser Priorität. Ansonsten berufliche Bildung und Zugang zu Programmen in dieser Hinsicht, das wäre ein weiterer Bereich. Dann haben wir Programme zu den finanziellen Anreizen, eine Beschäftigung zu ergreifen. Unser Hilfesystem in Irland ist so aufgebaut, dass jemand Behindertenhilfe schon ab 16 bekommen kann. Und die Forschungen zeigen, dass wenn jemand erstmal in ein solches Hilfesystem, in einem solchen System eine ganze Weile lang schon war, dann wird es schwierig für diese Menschen wieder zurück zur Mainstream-Beschäftigung zu kommen. In der Strategie versuchen wir also auch hier etwas zu erreichen. Dann ein weiterer Bereich, sodass Menschen mit erworbener Behinderung in Irland über 75% von den Menschen mit Behinderungen haben die Behinderung erhalten, sozusagen, als sie schon im arbeitsfähigen Alter waren. Hier müssen wir also darauf achten, dass solche Menschen den Weg wieder zurück zur Arbeit finden. Dann eine Priorität im Hinblick auf die Notwendigkeit der ganzen Organisationen und Stellen zusammenzuarbeiten, und zwar nahtlos zusammenzuarbeiten, sodass es keine Lücken gibt, sodass das System von einer Lebensphase in die andere nahtlos ineinander greift. Und dann eine Priorität in die Pflicht nehmen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Was auch immer wir machen, um Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, sodass sie ihre Qualifikationen und die notwendigen Erwerben und die notwendigen Ausbildungen machen können und den Zugang bekommen. Das Ganze bringt nichts, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gewillt sind, Menschen mit Behinderungen in ihrem Betrieb anzunehmen. Das wäre also der überspannende oder gesamtheitliche Rahmen zur Frage der geschützten Arbeit jetzt. Wie schon gesagt, wir befinden uns hier in einem Prozess des Übergangs im Augenblick. Es gibt eine weitere Politik noch bei uns zu erwachsenen Tagesdiensten unter dem Titel New Directions, neue Richtungen. Durch diese Politik wollen wir sicherstellen, dass alle, die intensivere Unterstützung benötigen, Unterstützung bekommen können, sodass sie so inklusiv wie möglich in der Gemeinde leben können. Und das bedeutet, dass man sich wegbewegt von abgetrennten Situationen in integrierte Situationen in der Gemeinde, also weg von den geschützten Werkstätten oder Tagesstätten. Und da bauen wir kleine Drehscheiben oder Knotenpunkte auf, die dann von maximal 12 Personen genutzt werden können, sodass diese Dienste auch viel personalisierter gestaltet werden können und viel mehr integriert werden können in die entsprechenden Gemeinden. Diese Politik wird unterstützt, beziehungsweise sieht bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen vor. Aber im Wesentlichen geht es um den Zugang zur Ausbildung, zur beruflichen Bildung und zu Arbeitschancen. Es gab auch Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Politik. Manchmal hat das mit der Finanzierung zu tun, die nicht immer ausreicht zum Schaffen dieser Hubs, dieser Knotenpunkte und die entsprechende Individualisierung ermöglicht. Und ansonsten Covid-19 natürlich, die Pandemie hat sich auch negativ ausgewirkt auf solche Dienste. Die Dienstleistungszentren mussten 2020 oft schließen, blieben lange geschlossen. Dadurch konnte man also sie nicht mehr nutzen. Und aus diesem Grund ist es so, dass manchmal die Menschen dann auch die Unabhängigkeit und die Fertigkeiten verloren haben, die sie in den letzten Jahren davor erworben hatten. Es wird also eine Herausforderung sein, die Menschen zu unterstützen, um den verlorenen Boden hier nach der Pandemie wieder gut zu machen. Es gab einige innovative Wege auch, über die Beschäftigungsergebnisse für Menschen mit Behinderungen in Irland verbessert werden konnten. Und vielleicht kann ich hier das eine oder andere noch ansprechen. Ich möchte allerdings vorausschicken, dass das individuelle Programme und Initiativen sind, die noch nicht wirklich auf die nationale Ebene abgescaled wurden. Herr Wolfmeier hat die staatlichen Häuser
erwähnt, ein spezifisches Praktikantenprogramm gab es bei uns in diesen Häusern, in diesen Regierungs- und Parlamentsgebäuden bei uns. Und da haben wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Wir hatten da Praktikanten, dann Arbeitsplatzvermittlung, Unterstützung am Arbeitsplatz und Bildung und Ausbildung. Das hatten wir miteinander verknüpft, sodass also zunächst mal Bildung und Ausbildung an einem Teil des Tages möglich war und dass man dann eben versetzt wurde für den Rest des Tages an einen Arbeitsplatz an einer Regierungsstelle oder staatlichen Stelle. Das lief ein paar Monate lang und die Menschen wurden hier in sehr unterschiedliche Arbeitssituationen versetzt, manchmal Büroarbeit, manchmal Unterstützung für den Catering-Betrieb im Parlament und im Regierungsgebäude. Und dadurch könnten sehr verschiedene Gruppen von Praktikanten in den letzten Jahren aufgenommen werden. Jetzt beginnt man Menschen aus diesem Programm überzuführen in ständige Beschäftigung und unbefristete Beschäftigung. Hier sind wir recht erfolgreich, allerdings sind die Zahlen noch gering. Wir wollen aber das Ganze als Schaufenster benutzen, um das Ganze publik zu machen im öffentlichen Sektor allgemein. Dann haben wir noch ein Programm, das Ability-Programm nennen. Das wird mit ESF-Finanzierung von der EU und Finanzierung des irischen Staates unterstützt. 27 Programme in Irland haben wir und da testen wir Ansätze, wie man Menschen mit Behinderungen näher an den Arbeitsmarkt heranführen kann. Also unterschiedliche Ansätze gibt es hier bei den verschiedenen Programmen. Manche konzentrieren sich auf bestimmte Behinderungen, manche auf den Bereich Bildung und Ausbildung, manche auf den Bereich Vermittlung von Arbeitsplätzen und andere wieder auf Arbeitsplatzcoaching. Unterschiedliche Praktiken gibt es hier also. Die Idee ist es, dass wir hier herausfinden, welche Praktiken besonders gut funktionieren, sodass wir daraus lernen können und das Ganze dann größer gestalten können. Eine der Sachen, es hört sich vielleicht nicht sehr innovativ an, war aber doch eine große Veränderung, war, dass der Gründer unserer Tagesstätten, der Gesundheitsdienst, 2018 ein Pilotprojekt gestartet hat, das Menschen es ermöglichen sollte, den Eintritt in ein Erwachsenen-Tageszentrum um ein Jahr zurückstellen könnten. Also, dass man nicht direkt versetzt wurde in ein solches Zentrum. Denn manchmal haben Menschen ja auch den Willen, eine andere Beschäftigungsmöglichkeit zu finden. Und man hatte aber dann oft Angst, dass man die Hilfe verliert als behinderte Person, wenn man nicht sofort diese Chance ergriff. Und dass dann vielleicht in der Zukunft auch keine Finanzhilfe mehr zur Verfügung stünde, wenn man in so ein solches Tageszentrum wollte. Dieses Pilotprojekt sieht also vor, dass man ein Jahr lang den Eintritt in ein solches Zentrum zurückstellen kann, um in der Zwischenzeit verschiedene Optionen auszuprobieren, um Chancen zu suchen, wie andere Menschen das in der Gesellschaft ja nach Abschluss der Schule auch machen können. Und 2018 hatten wir 51 Personen, die ein solches Programm annahmen. Nur 7 von ihnen sind danach in ein solches Tageszentrum zurückgekehrt. 2019 73 Zurückstellungen. Und auch relativ wenige, die danach wieder in die Tagesstätte wollten. Also das waren oft Lösungen, auch langfristig, wenn man sieht. Ansonsten finden Arbeiten statt, um die finanziellen Abschreckungen zu reduzieren, die es hier gibt, wegen deren Menschen oft keine Beschäftigung annehmen. Sie wollen ja die Hilfe bekommen. In der ersten Phase haben wir da auch positive Ergebnisse gemacht. Dann gibt es ein Programm für unser Enterprise Board, durch das Menschen mit Behinderungen auch zum Unternehmertum geführt werden sollen und da unterstützt werden sollen. Das steckt noch in Kinderschuhen, orientiert sich aber an einem ähnlichen Programm, das wir für Unternehmerinnen, also weibliche Unternehmer, haben. Wir wollen hier also ein ähnliches Programm für Menschen mit Behinderungen
aufbauen, da eben erkannt wird, dass wir hier auch viel Talent haben, das sehr wertvoll ist, das wir nutzen können. Ende des letzten Jahres hat die Regierung auch eine Arbeitgeber-Unterstützungsinitiative unter dem Namen Employers for Change gestartet. Wir haben hier eigene Dienste für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eingerichtet, mit Informationen, mit Beratung für sie, aus der hervorgeht, wie man das macht, wenn jemand mit einer Behinderung beschäftigt ist oder beschäftigt werden möchte. Denn oft gibt es da einen Angstfaktor, daher schrecken die Arbeitnehmer, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oft vor diesem Schritt zurück. Da wollen wir also entsprechenden Rat den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern geben, auch von Gleichgestellten. Das ist vielleicht besser als das, was wir Advocacy Language nennen. Ich schaue auch auf die Uhr und möchte nur noch zwei weitere Dinge nennen, die vielleicht auch wichtig sind für die Landschaft in Irland im Augenblick. Eine eigene Organisation, die NDA, arbeitet auch mit der OECD zusammen. Wir erforschen hier, welche effektive Ansätze es für Arbeitgeber ein Engagement es gibt in der OECD. Also auch mit anderen Hoheitsgebieten arbeiten wir zusammen, um zu schauen, was da die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber machen, wie aber auch der Staat die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unterstützen kann und sie dazu bringen kann, mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen. Und am Ende 2019, also vor kurzem gerade, haben eine Reihe von Gruppen einen Reasonable Accommodations Passport, wie wir es nennen, herausgegeben, also für Menschen mit Behinderungen. Und aus diesem Pass geht hervor, was für Art von Unterbringung Menschen mit Behinderungen brauchen. Und das kann man dann von einem Arbeitsplatz an den anderen eben mitbringen. Entschuldigung, Accommodation in diesem Fall heißt wohl nicht Unterbringung, sondern eher, wie die Einrichtung des Arbeitsplatzes für eine Person mit Behinderung aussehen muss. Und diesen Pass kann man dann mitnehmen, kann dann dem Arbeitgeber zeigen. Das Ganze wurde von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden auch gefördert, also auch von Gewerkschaften, nicht nur von den Behindertenorganisationen. Und das hat auch zu einem weiteren Mainstreaming-Impact beigetragen. Gut, jetzt möchte ich einfach nur noch sagen, dass die Pandemie natürlich bedeutet, dass einige dieser Initiativen, die gegen Ende 2019 begannen, nicht wirklich voll und ganz getestet oder evaluiert werden konnten. Einige der Ergebnisse werden also erst verspätet kommen. Unsere Rolle besteht darin, der Regierung zu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen repräsentiert sind und dass man die mit einplant beim Aufschwung nach der Pandemie, sodass der verlorene Boden auch von uns wieder aufgeholt werden kann. Vielleicht noch eine abschließende Sache möchte ich erwähnen. Wir haben ein Mindestziel für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor in Irland. 3% der gesamten Beschäftigung im öffentlichen Sektor ist diese Zahl im Augenblick. Und unsere Behörde hat die Möglichkeit, das Ganze zu überwachen, ob dieses Ziel eingehalten wird. Im Großen und Ganzen wird es eingehalten. Allerdings ist das Ziel wohl nicht sehr ehrgeizig. Die Regierung hat sich dazu verpflichtet, bis 2024 diese Zahl auf 6% anzuheben. Wir arbeiten also eng im ganzen öffentlichen Sektor zusammen, um Leute zu beraten, wie sie dieses erhöhte Ziel dann mit der Zeit erreichen können. Auf jeden Fall ist das ein Mechanismus, der dazu beigetragen hat, dass man sich jetzt auf den öffentlichen Sektor hier konzentriert und sich da überlegt, wie mehr Menschen mit Behinderungen angestellt werden können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Hartley, für den Einblick nach Irland. Und ich gebe jetzt das Wort an Herrn Sevilla und Herrn de Kock. Ich glaube, Herr Sevilla möchte beginnen und aus Spanien, Belgien beziehungsweise von seiner Arbeit und seinen Erfahrungen berichten. Und ja, ich würde mal sagen, the floor is yours. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und bitteschön, Sie haben das Wort. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Katrin. Und ich danke auch den anderen ReferentInnen. Das ist wirklich eine Messlatte, die Sie da sehr hochgelegt haben. Und ich möchte vielleicht zunächst einmal uns und unsere Organisation vorstellen, die wir hier heute vertreten.
Wir sprechen hier heute für das D-Wise-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk, das 2018, wenn ich das richtig erinnere, ins Leben gerufen wurde und zwar gesponsert von der ONCE. Das ist eine Organisation für Menschen mit Behinderungen in Spanien und wurde auch kofinanziert vom ESF. Und es sind 6 Unternehmen, die da gemeinsam zusammenarbeiten und Menschen mit Behinderungen tatsächlich beschäftigen, aber eben auch in behüteten Werkstätten. Herr Wolfmeier hat etwas Interessantes gesagt heute zu Beginn seines Vortrags, dass die Modelle alle so stark voneinander abweichen und natürlich auch die Standards und die Möglichkeiten für Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Europa weit auseinanderklaffen. Und wir haben uns darum bemüht, jetzt in unserem neuen Netzwerk uns dafür einzusetzen, wie gute Normen aufgestellt werden können für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, sodass dann auch wirklich sämtliche Vorschriften nach der UNO-Konvention für Menschen mit Behinderungen eingehalten werden und entsprechende Sozialversicherungsvorkehrungen auch getroffen werden. Also das ist die Art und Weise, wie wir uns vorstellen, Beschäftigung von behinderten Menschen zu verbessern. Und sie sollen natürlich auch gleichberechtigt werden, Mindestlöhne erhalten und die Vereinigungsfreiheit nutzen können, aber dann eben auch von den behüteten Werkstätten wegzukommen und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Wir haben dieses Netzwerk geschaffen, weil das sich ja ein bisschen reflektiert, was auch in der europäischen Behindertenstrategie angedacht ist. Wir wollen vor allem gute Modelle und gute Beispiele vorstellen können und daraus politische Normen und Empfehlungen herausschälen, die dann den Politikgestaltern wie Katrin hier zum Beispiel, aber auch anderen Politikerinnen und Politikern helfen kann, um eine möglichst große Vielfalt von Beschäftigungschancen zu eröffnen und die Beschäftigungsorte auch so zu gestalten, dass die höchstmöglichen Normen erfüllt werden. Denn Menschen mit Behinderungen müssen eine Chancengleichheit und auch eine Gleichberechtigung natürlich geboten bekommen. Das ist unser Leitmotiv oder unsere Zielorientierung im D-Wise-Netzwerk. Und wir sind, wie gesagt, eine Partnerschaft aus 6 nationalen Partnern. Die ONCE-Stiftung ist dabei, France Handicap, CEFRIS aus den Niederlanden, die Malbeck-Gruppe, die ja hier gleich noch sprechen wird. STEF ist in Vertretung da und ist da eine Organisation aus Schweden und eine aus Slowenien ist dabei. Wir unterhalten auch eine sehr enge Beziehung zur EPR, der Europäischen Plattform für Rehabilitation, die viele von Ihnen sicherlich auch kennen. Und wir arbeiten auch mit dem Europäischen Behindertenforum natürlich sehr eng zusammen und der nationalen und der internationalen Arbeitsorganisation jeweils. Wir versuchen wirklich, die Informationen aus einer Fülle von Trägern zusammenzuführen, damit wir feststellen können, wo Probleme auftauchen, wo die Lücken entstehen und wo sich aber eben auch Chancen ergeben. Die Sozialwirtschaft ist dabei für uns ein sehr interessantes Modell, und zwar, weil wir fest glauben, dass das ein ganz eigenständiges Modell ist, das eine Anerkennung braucht, eine Unterstützung und natürlich auch Normen. Und es kann auch weiter ausgestaltet werden, um dann tatsächlich wettbewerbsfähig auf dem Markt bestehen zu können. Und dabei
sollte man auch die Werte in den Vordergrund rücken und dafür sorgen natürlich, dass alle Gewinne, all der Nutzen, der daraus entsteht, auch reinvestiert werden kann in die Gesellschaft und in die Förderung von den Behinderten. Wir sind noch nicht sehr alt. Wir sind kaum den Kinderschuhen entwachsen, aber wir haben doch schon eine ganze Reihe von Empfehlungen formuliert für die Politikgestalterinnen. Und wir sind natürlich auch in den Mitgliedstaaten unterwegs gewesen, um uns dort die wirkliche Situation anzuschauen. Denn darauf können wir nicht verzichten. Wir brauchen diesen unschätzbar wichtigen Beitrag von Steph und anderen, wie solche Unternehmen tatsächlich funktionieren, wie es bei ihnen überhaupt aussieht. Das sind auch Informationen, die man auf unserer öffentlichen Webseite nachlesen kann. Und wir bemühen uns jetzt gerade darum, wie können wir eine Definition beisteuern. Wie können wir diese vorbildliche Praxis weiter verbreiten? Und wir haben auch eine Vergleichsstudie durchgeführt, um einfach die wichtigsten Vorzüge darstellen zu können, herausarbeiten zu können. Und insofern zeichnete sich da eben auch die Sozialwirtschaft als ein ganz wichtiges Feld der Tätigkeit für diese Inklusion ab. Aber wir haben auch festgestellt, dass es Lücken gibt, zum Beispiel bei der Beschäftigung, und das ist zum Teil gesetzlich sehr unterentwickelt. Und wie Katrin auch weiß, sind wir der Meinung, dass in ganz bestimmten politischen Bereichen hier Aktivitäten oder Maßnahmen erfolgen müssen. Im Europäischen Parlament ist schon die Rede von einem Mindestlohn zum Beispiel. Auch für diese Gruppe von Menschen selbstverständlich müsste auch anwendbar werden für Menschen, die in behüteten Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Und darüber hinaus scheint es uns aber auch vor allem geboten zu sein, dafür zu sorgen, dass Normen entwickelt werden und dass so eine Art von Beschäftigung abgesichert wird, damit wir uns nicht etwa die Flanke eröffnen, dass da Beschäftigungsverhältnisse entstehen, wo Arbeitnehmerrechte verletzt werden, wo die Vereinigungsfreiheit nicht gewährt wird. Und damit beziehe ich mich vor allem auch auf den Artikel 27 der UNO-Konvention für behinderte Menschen. Also es ist natürlich schon relativ kompliziert, es ist sehr vielschichtig, aber wir müssen dafür sorgen, dass die gesamte Beschäftigung qualitativ hochwertig ist und wir müssen auch unterstreichen, dass die sozialwirtschaftlichen Unternehmen einen wichtigen Beitrag, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag letztlich leisten und eben Chancen eröffnen für Menschen mit Behinderungen. Eines der zentralen Ergebnisse einer unserer Untersuchungen war, dass vielleicht mit Ausnahme des Falls Schweden, Samhall, dass diese geringe Übergangsquote von der behüteten Arbeit in den ersten Arbeitsmarkt unter anderem damit zu tun hat, dass Menschen, wenn sie tatsächlich auf den ersten Arbeitsmarkt kommen oder den sogenannten Mainstream-Arbeitsmarkt, dass sie doch in einigen Fällen dann erleben, dass die Arbeitsmöglichkeiten, die ihnen angeboten werden, sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Also die Auswahl wirklich sehr eingeschränkt sind. Aber deswegen darf man natürlich nicht die Qualität dieser Beschäftigung noch weiter absenken, nur weil das so die einzige Option ist. Das darf kein Grund oder Vorwand sein, dass man diese Menschen unterbezahlt für die Arbeit, die sie leisten, zum Beispiel.
die sozialwirtschaftliche Beschäftigung, also die Beschäftigung in solchen Unternehmen, darf nicht tatsächlich als Ausrede dafür genommen werden, sie schlechter zu stellen. Das darf natürlich nicht geschehen. Und deswegen müssen möglichst noch viel mehr Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden und es muss selbstverständlich auch reinvestiert werden in die Gesellschaft. Herr Wolfmeier, Sie haben es eingangs auch gesagt, dass es einen Aktionsplan für die Sozialwirtschaft geben wird. Und wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, die sozialen Rechte, die Mindestlohnvorschriften, all dies muss unbedingt auch anwendbar werden für behinderte Menschen. Das muss die Wertigkeit dieser Beschäftigung in der Sozialwirtschaft deutlich steigern. Und wir freuen uns dann natürlich auf alle Beiträge und auf die Beiträge hier in der Diskussion. Und jetzt werde ich mal von der Theorie weggehen und Stefan die Möglichkeit geben, vielleicht aus der Praxis noch zu berichten. It was a very interesting and always very vielen Dank, danke auch den anderen Rednerinnen bzw. Rednern. Es ist immer interessant, von unterschiedlichen Praktiken zu hören. Vielleicht darf ich kurz über die Situation in Flandern sprechen. Ich bin Boardmitglied von ESPD, der Föderation der Dienstleistungsanbieter. Und wir vertreten 5 Organisationen in unterschiedlichen Ländern, die für den Bereich Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen zuständig sind. Ich bin Senior Advisor bei Matwerk. Matwerk ist ein Dachverband dessen, was wir in Flandern Sozialarbeitsunternehmen nennen. Wir vertreten 56 solcher Unternehmen, die im Wesentlichen Menschen mit Beschäftigungen beschäftigen. 56 Kundenunternehmen, entsprechend etwa 26.000 Menschen, etwa 1.800 Menschen sind Menschen mit Behinderungen, hauptsächlich mit geistigen Behinderungen. Was spezifisch für Flandern ist, ist, dass unser zuständiger Minister kein Behindertenminister ist. Nein, seit 2008 hat sich bei uns die Lage geändert. Inklusion ist jetzt Thema des Ministers oder Ministeriums für Sozialwirtschaft und Arbeit. Und das ist natürlich von der Grundidee her interessant. Als Folge ist es so, dass seit 2008 Menschen mit Behinderungen, die einen Arbeitsplatz suchen, auch einen Übergang vollziehen mussten. Sie gingen nicht mehr zu einer Agentur für Menschen mit Behinderungen, die ihnen halfen, einen Arbeitsplatz zu finden. Nein, sie wandten sich an das Arbeitsamt, das es für alle gibt, auch für Menschen ohne Behinderungen. Das bedeutet Inklusion. Es gibt also nur noch ein Beschäftigungsbüro in Flandern, das dann beschließt bzw. bewertet, welche Hilfe jemand bekommen kann. Zum Beispiel, wenn Sie eine sehr weitgehende Behinderung haben, können Sie Hilfe bekommen. Und werden je nachdem in eine solche Custom Work Company übertragen. Man muss das allerdings nicht machen, man kann auch in einem normalen Unternehmen arbeiten. Und diese Unternehmen, diese Custom Work Unternehmen, die sind etwas anderes als eine behinderte Werkstatt. Es ist so, dass man kann nicht keine Anteile erwerben kann. Gewinne, die erwirtschaftet werden, müssen wieder an das Unternehmen bzw. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgehen. Das sind Privatunternehmen. Und das bedeutet, dass wir auch bankrott gehen können. Die Möglichkeit besteht.
Leider geschieht das auch manchmal. Es ist in der Vergangenheit auch manchmal geschehen. Aber dann versuchen wir, Fusionen einzurichten, sodass Menschen mit Behinderungen nicht auf der Straße stehen. In der Praxis hat das bislang funktioniert. Was der Unterschied ist zwischen solchen Custom-Work-Arbeit, also Arbeiten mit zugeschnittenen Arbeiten, ist, dass man nicht ein bestimmtes Arbeitsplatzprofil ausschreibt und dann die entsprechende Person sucht. Nein, es ist so, dass insbesondere Menschen mit Behinderungen betrachtet werden und da sucht man dann für entsprechende geeignete Arbeitsplätze für diese Menschen, bildet sie entsprechend aus, richtet den Arbeitsplatz entsprechend ein. Aus Sicht des Arbeitsrechts ist es so, dass all unsere Beschäftigungen, auch die mit den schwersten Behinderungen in diesen Unternehmen betrachtet werden, als tatsächliche Realbeschäftigte. Sie bekommen etwa 1.600 brutto, vielleicht 1.200 netto. Das ist der Mindestlohn in Belgien. Und alle bekommen zumindest diesen Mindestlohn. Wir haben auch unseren gemeinsamen Ausschuss in Flandern hierfür, ähnlich wie in Deutschland. Wir haben entsprechende Tarifvereinbarungen für die jeweiligen Sektoren. Das haben wir auch in Belgien, für die Banken zum Beispiel. Da haben wir unsere Kollektivvereinbarungen für den Metallsektor und so weiter. Und wir haben unseren eigenen Tarifvertrag für diese Custom-Work-Unternehmen, diese Unternehmen mit zugeschnittenen Arbeiten, wenn man vielleicht auf Deutsch sagen könnte. Und dieser Tarifvertrag gilt für alle, die in diesem Bereich beschäftigt sind in Flandern. Wichtig, wie gesagt, ist, dass es sich um Privatunternehmen handelt. Ein bisschen weniger als 50% unseres Einkommens kommt aber von Subventionen. Wenn Sie 100% jetzt also Umsatz betrachten, müssen Sie davon ausgehen, dass über 50% also von gewerblichen Tätigkeiten kommt. Man fungiert also ähnlich wie die normale Wirtschaft. Dort sind auch unsere Kunden. Vor 2 Jahren haben wir eine Erhebung durchgeführt und kamen da zum Schluss, dass etwa 50% aller Industrieunternehmen mit solchen Custom-Work-Unternehmen zusammenarbeiten. Und eine wichtige Art, mit ihnen zusammenzuarbeiten, auch für behinderte Menschen wichtig, ist unser Modell des entsprechenden Arbeitsplatzes. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen in solchen Unternehmen arbeiten, am Ort des Kunden arbeiten. Man wird zwar bezahlt, Custom-Work-Firma, aber man arbeitet direkt beim Kunden. Das ist sehr wichtig für Menschen mit Behinderungen, denn aus ihrer Sicht stellt es sich so dar, dass sie dadurch wirklich das Gefühl haben, für den Kunden zu arbeiten. Also stellen Sie sich einen konkreten Arbeitsplatz vor, einen Baumarkt oder was auch immer. Und dann stellen Sie sich Nike vor. Wenn jemand von uns bei Nike arbeitet, arbeitet er auf dem Nike-Gelände, wird also, wie gesagt, von uns beschäftigt und bezahlt. Und viele andere Beispiele könnte ich da auch nennen für dieses Prinzip. Vielleicht noch eine letzte Sache. Wir haben festgestellt, wenn wir Leute einstellen, aber auch in anderen Sektoren, in denen Menschen mit Behinderungen arbeiten, dass es viele Instrumente gibt, mit denen man die Kompetenzen der Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit geistigen Behinderungen, messen kann, dass es aber kein validiertes Instrument gibt, um die Arbeitsziele von Menschen mit Behinderungen zu messen, insbesondere mit geistigen Behinderungen. Das gibt es nicht in Belgien und in anderen Ländern auch. Also nichts, was da irgendwie wissenschaftlich validiert wäre. Nichts, was irgendwie von Beschäftigungs- oder Arbeitspsychologie erforscht worden wäre.
Solche Instrumente, validierte Instrumente, gibt es für Menschen ohne Behinderungen, aber nicht für Menschen mit geistigen Behinderungen. Das entwickeln wir jetzt aber in den letzten 2 Jahren. Und ein offizielles wissenschaftliches Instrument werden wir wohl dann im September zur Verfügung haben, um zu messen, welche Beschäftigungsziele Menschen insbesondere mit geistigen Behinderungen haben. Und auf diesem Weg hoffen wir, beitragen zu können dazu, dass wir den Brückenschlag schaffen, dass also schwere Behinderungen am Arbeitsplatz überwunden werden kann, dass man so trotzdem seine Arbeitsziele in der Zukunft durch eine entsprechende Beschäftigung erreichen kann. Das ist das Wichtigste, was wir im Augenblick machen. Aber vielleicht gibt es ja später dann auch noch Fragen, auf die ich eingehen kann. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr de Kock, Herr Sevilla, für die Einblicke nach Spanien, nach Belgien, für die interessanten Inputs. So, und jetzt haben wir fast eine Stunde Zeit. Jetzt liegt es an Ihnen und an euch, an den Bildschirmen, eure Fragen loszuwerden. Wie gesagt, wir haben schon Fragen im Chat, in der Q&A, also in der Frage- und Antwort-Box. Die werde ich gleich vorlesen, aber natürlich könnt ihr euch auch weiterhin melden, auch Kommentare, muss nicht zwingend eine Frage sein, wenn ihr keine Frage habt, aber vielleicht Anmerkungen. Ganz, ganz kurz, keine Co-Referate bitte, das können wir angesichts der Zeit nicht leisten. Bitte nicht die Lebensgeschichte erzählen, sondern wenn ihr vielleicht konkrete Beispiele nennen könnt, wenn ihr die habt, dann könnt ihr die natürlich gerne hier vorstellen. So, ich schau mal, wir haben eine erhobene Hand, sehe ich. Ich frage nochmal an mein Team, könnt ihr die Person mit der erhobenen Hand bitte freischalten, bevor ich dann die Fragen aus dem Chat vorlese? Yes, it's possible. Thank you. Die Sprecherin kann bitte jetzt ihre Frage stellen. Moment. Ja, ich hab, mein Name ist Christiane Hagen. Ich bin ich wohne in Deutschland und ich bin seit 2 Jahren seit Vertreterin Selbstvertreteraktivistin der Aktion Selbstvertretung nach Klar der Lebenshilfe. Ich arbeite auch in einer Institution, in einem Werk, das der Lebenshilfe angehört. Und aus meiner Sicht ist die Dame GmbH alles andere als inklusiv. Also so ein paar kleine Sachen, was Barriere angeht, Barrierefreiheit angeht, da haben die sich verbessert. Aber es gibt immer noch genügend Sachen, die dort gemacht werden müssen. Das fängt schon mit dem Fahrdienst ein, dass der Bus viel ausgerechnet in Corona-Zeiten, der Bus ist viel zu eng. Und wir sitzen da mit 8 Leuten in so einer kleinen, engen Kutsche. Und trotz Corona, das ist nicht mehr okay. Und dann eben halt dieses Mitspracherecht von wegen, das muss man sich auch mehr oder weniger erkämpfen. Nach dem Motto immer, du hast doch deine Arbeit da, der ist genug da, was willst du denn? Setz dich an einem Arbeitsplatz und sei ruhig. So, und das gefällt mir überhaupt nicht. Das Einzige, was mir gefällt, ich kann jederzeit dort kündigen. Aber da ist mir auch nicht geholfen. Ich möchte was tun. Und auch, ich kenne, Katrin ist
auch diejenige, die mich motiviert hat, da politisch am Ball zu bleiben. Also uns trennen lediglich die Parteinamen, aber ansonsten ist danke. Ja. Danke. Ja, bitteschön. Ne? Also und, ich bin, wie gesagt, am Vorstand der SPD-Sicke. Alles und, gut. Ja, gut. Und ja, wie gesagt, das ist das, was meine Frage vorhin im MFA ist eben halt mich interessiert, da ich in Spanien schon auf Mallorca war, in den 80er Jahren, wollte ich mal fragen, wie groß da jetzt, wie weit sich das dort jetzt die Inklusion entwickelt hat und ob nach wie vor dort auf Mallorca immer noch gesagt wird, ups, du gehörst hier doch gar nicht her und überhaupt. Also so ist mir das damals leider widerfahren. Und ich bin auch, ich habe keine gute Erfahrung gemacht. Also unter anderem, dass ich auch zweimal ausgeraubt worden bin und alles. Ja, gut. Wie laut jetzt der Prozess dort, Prozess jetzt dort ist schon alleine wegen Corona. Und das Gleiche wollte ich eben halt auch an Herrn Wollmeier noch jetzt, wie die Lage dort in Österreich ist. Also in Österreich war ich auch schon ein paar Mal im Urlaub. Allerdings nicht so intensiv wie jetzt in Spanien und in der Schweiz, aber ich bin Fan von Österreich. Also sehr schön. Ne? Gut. Ja. Danke für die Frage. Wie genau, ich sammle, ich sehe noch zwei Hände, die nehme ich dran, nicht die Hände, sondern die Personen. Und dann würde ich in die Beantwortung geben. Jetzt die erste Frage war ja schon, wie sieht es in Österreich und wie sieht es in Spanien aus mit der Umsetzung, aber auch Aktivistinnen, die dort zu Wort kommen. Das können die Herren sich schon mal notieren und ich bitte um die nächste Freischaltung. Frau Nacke, bitte. Ja, mein Name ist Carola Nacke. Ich komme aus Deutschland, habe einen mehrfach behinderten Sohn, der in einer Werkstatt arbeitet und habe dann festgestellt, dass dort sehr viele Menschen arbeiten, die also eigentlich auf dem ersten, zweiten Arbeitsmarkt doch die Chancen haben. Und bin auch sehr dankbar für die Einladung, für die heutige Veranstaltung. Und bin sehr angenehm überrascht, was in anderen Ländern Europas da schon vorangeht. Wenn ich höre, angepeiltes Ziel 6% der Beschäftigten mit Behinderung im öffentlichen Sektor, das ist ja ein Traum. Und ich muss sagen, das wäre in vielen Sachen für Deutschland also ein wunderbares Beispiel, wenn man da was bewirken könnte. Mein Respekt und ich nehme sehr viel aus der Veranstaltung mit. Das war's. Vielen Dank für den Kommentar und jetzt die nächste Wortmeldung, bitte. Aufsehen. Hallo, hier ist die Nancy Frind. Ich bin auch aus Deutschland, aus Thüringen, aus Erfurt. Ich wurde auch zu dieser Veranstaltung hingewiesen, dass es heute ist. Ich bin Selbstbeschäftigte einer Werkstatt. Ich kann bestätigen, dass es schwierig ist, rauszukommen aus einer Werkstatt. Also ich möchte, nur man kriegt nicht so die Hilfen, die man eigentlich haben will. Und wird auch teilweise auch daran gehindert, rauszugehen, weil man auch nicht diesen Abschluss hat, den man eigentlich für draußen auch braucht. Es gibt viele Menschen, die haben nicht den Abschluss, so den Hauptschulabschluss oder was es auch alles gibt. Was kann man dagegen tun, dass auch diese Menschen die Chancen bekommen, draußen zu arbeiten, trotz dass sie keinen Abschluss haben, weil das ist immer die Voraussetzung, dass wir raus müssen und können. Aber das funktioniert ja nicht, wenn wir nicht die Abschlüsse haben. Mir geht das ja genauso. Ich habe einen Abschluss, aber mein Abschluss ist so klein, ich komme nicht weit. Und ich möchte was tun, was mir Spaß macht und nicht mich irgendwo reinpflanzen zu lassen, wo andere mich gerne haben wollen. Also deswegen sage ich ja, Werkstätten finde ich, es muss viel Veränderung her. Mindestlohn muss her. Ich kriege nicht mal 200 Euro. Für,
fast 8 Stunden, sagen wir mal. Und das geht nicht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die EU einfach auch anfängt, wirklich Gesetze zu schaffen, dass auch von oben die gezwungen werden, uns mehr darauf aufzuklären über Werkstätten, wie wir raus können, Budget für Arbeit oder so. Und dafür kämpfe ich jetzt schon seit Jahren. Ich habe jetzt auch Katrin kennengelernt vor ein paar Wochen. Also ich habe ihr das auch alles mal so erzählt. Es ist wichtig. Wir brauchen einfach mehr Unterstützung in den Werkstätten, dass die Beschäftigten wissen, dass es sowas gibt. Ich weiß es, vor 3 Jahren wusste ich nicht mal, dass es Budget für Arbeit gibt. Das ist einfach so, das ist schon traurig. Ja. Wenn es seit 20 Jahren so eine Werkstatt gibt oder länger und wir das nicht mal wissen, ist das ein trauriges Zeugnis. Ich danke schön, dass ich das sagen durfte. Gerne, danke Nancy. Die nächste Wortmeldung bitte. Und dann glaube ich, ich schaue mal gerade. Hallo, hört man mich? Ja. Ja, okay. Komm. Hallo, ich bin Claudia Casamento. Ich arbeite in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und ich würde mal gerne Frau Langsiepen fragen, was sie zu den Modellen, die es in Deutschland eben gibt, Außenarbeitsplätze, Integrationsfachdienste, die berufliche Orientierung und Bildung zum Beispiel, also sozusagen die Ausbildungsgänge und auch Mechanismen für Menschen mit Behinderung, die sind Ihnen sicherlich bekannt und da würde mich interessieren, wie Sie die bewerten und wo Sie da noch Lücken sehen. Also das sind ja Ansätze sozusagen, wie Menschen mit Beeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt gelangen können und da würde mich interessieren, Ihre Bewertung für die deutsche Seite, was da an Maßnahmen schon umgesetzt wurde, was da noch fehlt, um auch im Hinblick auf die europäischen Nachbarn, wie weit die sind. Gut, herzlichen Dank. Ich nehme noch, meines Wissens ist noch eine Person, eine Wortmeldung da. Haben Sie eine konkrete Frage? Ich gucke nämlich so ein bisschen auf die Zeit, auf die Beantwortung und wir haben noch schriftliche Fragen. Deswegen habe ich noch diese Hand und eine nächste und dann werde ich keine Hände erstmal mehr annehmen. Ja, Robert Neuhauser, ich bin Mitarbeiter oder hab den Integrationsfachdienst in Schwagen geleitet in Bayern und wollte einfach nur beitragen, dass wir mal eine relativ intensive Zusammenarbeit mit allen Werkstätten in Schwaben hatten und es uns sehr gut gelungen ist, wirklich viele Interessierte aus den Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln und auch dort unterzubringen und auch zu ihrer Zufriedenheit, glaube ich, einen Platz zu finden. Unser zentraler Herangehenspunkt war eigentlich immer zutrauen und ausprobieren. Also zu sagen, probieren wir es doch mal und schauen, was passiert. Und mit diesem Zutrauen und Ausprobieren haben wir eigentlich gute Erfolge gehabt. Das erinnert mich an so einen Herrn Wolfmeier, der auch viel mit dem Praktikum gesprochen hat, wo ich glaube, dass das eine ganz zentrale Maßnahme ist. Was mir trotzdem noch immer im Blick ist, die Frage von der Vorgängerin auch, Budget für Arbeit war für mich eine große Hoffnung im Sinne, eigentlich eine Lücke gefüllt zu haben in der Zwischenwelt zwischen allgemeiner Arbeitsmarkt und Werkstätte. Und leider ist aber die Hoffnung bisher nicht erfüllt worden im Sinne von Budget für Arbeit. Und das finde ich sehr schade. Und eigentlich das Gesetz gibt es aus meiner Sicht her. Ich würde nur mal fragen, was kann man da tun, um das anzuschieben sozusagen an dieser Stelle. Danke. Danke. Und ich würde jetzt die Fragen, die gestellt wurden, in die Runde geben. Da habe ich mir notiert, es gibt einmal die Frage, der Abschluss, der ist zu gering, dann schaffen wir es nicht aus der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt. Das ist das ganze Thema Bildung, Bewertung von Hilfen. Kann ich nachher was sagen, aber ich würde jetzt erstmal die Fragen in die Runde geben wollen, ob es hier jemand gibt, der auf dem Podium, ich sehe den Finger von Herrn Wolfmeier, gerne Herr Wolfmeier, Ihre Antwort. Ja, danke, Frau Langenziepen. Auch danke den Kolleginnen und Kollegen für die interessanten Beiträge. Was vielleicht nicht deutlich genug rübergekommen ist, jetzt an die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die hier ihre Fragen gestellt haben, ist, dass das gesamte System eigentlich darauf ausgerichtet sein muss,
Menschen mit Behinderungen zur Arbeit zu verhelfen und nicht zu einem Werkstattenplatz. Und natürlich sind die Werkstätten in Deutschland so groß und so wichtig, dass sich alles auf die Werkstätten ausrichtet. Aber eigentlich muss einmal die Ausrichtung sein, dass junge Menschen, die jetzt noch nicht in einer Werkstätte sind, dass die nicht in eine Werkstätte müssen. Und da gehört natürlich jetzt schon einmal das Bildungssystem daraufhin ausgerichtet. Also ich habe oft, kriege immer noch Meldungen oder Berichte aus Deutschland, dass mir Kolleginnen erzählen, dass halbe Schulklassen aus der Sonderschule in die Werkstätte gehen. Und das ist ein falscher Ansatz. Das Bildungssystem darf nicht für Werkstätten ausbilden, das Bildungssystem muss für Leben ausbilden und zum Leben gehört Arbeit zu haben. Und die Werkstätten sind ein mögliches Element, aber auch nur dann, wenn sie richtige Arbeit anbieten mit Entlohnung und Arbeitsrecht. Also das halte ich einmal grundsätzlich für eine wichtige Richtigstellung. Und jetzt auch die Frage nach dem Budget für Arbeit. Natürlich, wenn alles auf die Arbeit ausgerichtet ist, auf richtige Arbeit, dann wird das Budget für Arbeit eine Stellung kriegen. Wenn das Budget für Arbeit aber eine Möglichkeit ist, richtige Arbeit zu finden, aber dann Sicherheit in einer Werkstätte aufgeben zu müssen, dann ist das schon eine schwierige Situation. Und also viele der Fragen, die Sie gestellt haben, gehen für mich in diese Richtung. Wenn die erste Dame, die davon gesprochen hat, dass der Fahrdienst nicht auf die neuen Anforderungen eingeht. Ja, wozu brauchen Sie überhaupt einen Fahrdienst? Das ist für mich die Frage. Es wird ein öffentliches Verkehrsmittel geben, wie für alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Und das muss barrierefrei sein und sie müssen es benutzen können. Und es kann sein, dass manche Menschen besondere Anforderungen haben, die einen eigenen Fahrdienst dann brauchen. Aber der Fahrdienst an sich ist schon eine Eigenheit, die eine Ausgrenzung darstellt. Also sie nehmen nämlich dann nicht am normalen Leben teil. Und das normale Leben spielt sich auch auf der Fahrt und auf dem Weg von und zur Arbeit statt. Ja. Also so, das wäre so meine Kernbotschaft eigentlich. Also das ganze System muss auf Arbeit ausgerichtet sein und nicht auf Werkstätten. Ja. Ich sehe keine weiteren Finger vom Podium, die noch darauf reagieren möchten. Bitte zeigt es an. Dann würde ich nämlich in die schriftlichen Fragen gehen und diese dann mal vorlesen. Da gibt es eine Frage. Gibt es internationale Studien zur Arbeitsmarktsituation? Das ist die eine Frage. Dann eine weitere Frage. Arbeiten in der Oststeiermark in dieser Einrichtung auch Menschen, die unter den 50% erwerbsfähig sind? Also eine konkrete Frage an Herrn Wolfmeier. Und ist es so, dass nur in Deutschland und Österreich die, jetzt ist mir die Frage abhanden gekommen, nur da in den Werkstätten ein Mindestlohn oder kein Mindestlohn gezahlt werden. Genau. Dann schaue ich nochmal. Dann wurde nochmal das Samhol-Unternehmen genannt. Kann da noch mehr dazu erzählt werden? Kann man dies als, ja, ist Samhol, ist Schweden ein positives Beispiel. Ich gebe diese Fragen gerne ans Podium. Samhol, ich glaube, das wurde von dir, Luis, erwähnt, Steff, aber auch die Steiermark an Herrn Wolfmeier. Wer möchte zuerst? Ja, ich kann anfangen. Zu den internationalen Studien,
Es gibt nicht wirklich gute internationale Studien, weil es sehr schwer ist, wirklich die Systeme zu vergleichen. Also ich habe in den letzten Jahren sehr viele Studienreisen gemacht und man muss mit eigenen Fragen hingehen, aber man kann nicht wirklich das System vergleichen. Darüber es liegt auch oft an Begrifflichkeiten, also auch nicht einmal die Zahlen sind aussagekräftig, die wir auf europäischer Ebene oft haben, weil nicht einmal die Beschäftigungsquote, bin ich sicher, stimmt, die wir in Europa ausweisen für Menschen mit Behinderungen, weil die Kriterien nicht eindeutig definiert sind. Also das sind einfach Probleme, die wir haben. Aber es gibt immer wieder Studien und ich möchte auf eine verweisen, wie zum Beispiel die Studie über integrative Betriebe in Österreich 2020 plus, die ich mit Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr fertiggestellt habe, wo wir Beispiele aus 6 Ländern einbezogen haben mit der Fragestellung, ob integrative Betriebe ein taugliches Modell sind und wie man es verbessern kann. Und wenn man so eine konkrete Fragestellung hat, dann ist auch ein internationaler Vergleich möglich. In der Chance B-Gruppe selbst, Menschen mit unter 50% Erwerbsfähigkeit, die gibt es hier. Aber hier sind teilweise auch Personen, die nur Taschengeld bekommen, weil sie sich nicht zutrauen, dass sie mindestens 10 Jahre in einem richtigen Dienstverhältnis am Arbeitsmarkt arbeiten. Und sie würden, wenn sie arbeitslos werden, nicht einmal durch die Arbeitsverwaltung betreut werden können, weil die gesetzlich nicht zuständig sind. Also das ist eine gesetzliche Barriere, an der wir arbeiten. Es ist sehr mühsam und schwierig. Und das ist der Grund, warum das so ist. Aber insgesamt, auch in der Chance B-Gruppe, muss man sagen, die Ausrichtung ist auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das heißt, diese 6.000 Personen, von denen ich gesprochen habe vorhin, die sind am allgemeinen Arbeitsmarkt tätig. Und da sind Personen dabei, die weniger als 50% leistungsfähig sind. Mit Deutschland und Österreich Taschengeld in der Arbeit. Ja, Deutschland und Österreich haben beide diesen Taschengeldsektor. Aber es gibt auch noch andere Länder in Europa, die das haben, wie zum Beispiel die Schweiz oder auch Schweden, Finnland in Gemeindewerkstätten. Aber das allein sagt noch nicht viel aus. Also es gibt in vielen Ländern Tagesbetreuungen, wo man nicht arbeitet in dem Sinn, also wo auch nicht der Anspruch ist, dass man arbeitet. Und in Deutschland, Österreich ist das aber so. In Deutschland wird immer gesagt, was wäre denn sonst mit den schwerbehinderten Personen, die eine Tagesbetreuung brauchen? Die sind ja auch in den Werkstätten. Ja, aber die müssten nicht in Werkstätten sein. Da würde Tagesbetreuung reichen und dort ist vielleicht ein Taschengeld angemessen. Also das wäre so der Diskussionspunkt auch. Ja. Dann war noch die Frage zu, also diese Statistik, also der Punkt mit, gibt es Zahlen, gibt es Studien, das habe ich ja in dem Bericht, den ich verfasst habe, ja auch gefordert. Also wir brauchen einfach Zahlen, mit denen wir arbeiten können, sonst ist es irgendwie immer irgendwas gefühlt, gehört oder zufällig als Bericht mal mitgenommen. Aber so kann man keine evidenzbasierte Arbeit machen. Und das ist einer der Maximalforderungen. Dann war noch im Chat die Frage nach der Samhall, dem schwedischen Modell, das manchmal so hervorgehoben wird. Ist das eine Idee für andere Mitgliedstaaten? Brauchen wir ein Staatsunternehmen? Also muss der Staat stärker eingreifen oder hier Angebote schaffen? Sozialunternehmen wurde da genannt. Also vergleichbar mit Samhall? Oder haben wir am Ende des Tages dann irgendwie eine staatliche Einrichtung? Wie seht ihr das? Luis, magst du? Ich höre dich atmen. Magst du dich dazu äußern? Hast du da deine Wortmeldung? Thank you, Katrin. Danke, Katrin. Samhall ist ein Vollmitglied bei unserem Netz. Und ich denke, dass
das in vielerlei Hinsicht eine gute Praxis ist. Das kann durchaus so gesehen werden. Das hat Herr Wolfmeier ja schon gesagt. Es ist natürlich schwierig, da manchmal unterschiedliche Systeme miteinander zu vergleichen. Die Märkte sind unterschiedlich, die Traditionen sind unterschiedlich, die Länder sind unterschiedlich. Wer das möchte, kann unsere vollständige Studie anschauen zu diesem Thema. Das kann Katrin vielleicht zentralisieren und dann weiterleiten. Das ist eine detaillierte Studie über das Modell, das wir Ende 2019, 2020 betrachtet haben. Insbesondere die Besonderheiten des Modells betrachten wir da. Das Modell bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit geschützter Arbeit und der Unternehmen der staatlichen Wirtschaft bzw. Sozialwirtschaft auf der anderen Seite der gewerblichen Wirtschaft. Ich hatte damals Elternurlaub, war daher nicht selbst mit dabei, aber meine Kolleginnen und Kollegen haben damit IKEA und Ähnlichen zusammengearbeitet. Das war sehr beeindruckend. Das Modell des Übergangs, insbesondere von der geschützten Arbeit, von der Sozialwirtschaft zum offenen Arbeitsmarkt, wurde da beleuchtet. Und ich denke, ja, es ist richtig. Das Problem ist das Fehlen von gemeinsamen Indikatoren, vergleichbaren Zahlen und Kriterien. Denn wir müssen mit berücksichtigen, dass jedes Modell seine Besonderheiten hat, brauchen aber andererseits auch Lösungen, die für alle funktionieren. Und ohne diese Kriterien, ohne entsprechende Studien, ist es dann schwierig, wenn man Lösungen vorschlagen soll, durch die sichergestellt werden soll, dass die Vorteile der geschützten Arbeit und so weiter ebenfalls nicht verloren gehen. Und mit unserer Forschungskapazität können wir dann natürlich helfen, können auch unsere Mitglieder poolen für bestimmte Vorhaben, wenn wir da irgendwie helfen können, wirklich sehr gerne. Ansonsten habe ich auch, ich glaube, in der Frage im Chat von Frau Deutschleder eine Frage gesehen zu inklusiven Unternehmen. Und für uns ist es so, dass alle Modelle eigentlich gute Modelle sind, solange sie gut sind für Menschen mit Behinderungen, Sozialwirtschaftsmodelle, offene Arbeitsmarktmodelle, was auch immer. Ich denke nicht, dass die Debatte sich hierauf konzentrieren sollte, also auf die Frage, was da besser ist. Man sollte immer die Qualität anschauen, die das Ganze hat für Menschen mit Behinderungen. Dass wir jetzt eine artifizielle Dichotomie aufstellen zwischen geschützten Werkstätten, offener Wirtschaft und so weiter, das hat keinen Sinn. Wir fördern eigentlich die Garantien, sodass wir sicherstellen, dass politisch gesehen und arbeitsmarktrechtlich es so ist, dass Menschen mit Behinderung, die beschäftigt sind, Mindestlohn bekommen, Partizipationsrechte haben, Teilhaberechte haben, sodass man die Freiheit hat, überzugehen von einem Bereich in den anderen, danach aber auch wieder zurück kann, wenn man das möchte. Das halten wir für wichtig. Es wurde ja erwähnt, dass manche Modelle nur ein Taschengeld vorsehen für Menschen mit Behinderungen. Wir denken, dass wir eigentlich überall dasselbe Niveau haben sollten, die entsprechende Gesetzgebung dafür auch vorsehen sollten. Wir von DWISE-Netz denken, oder wir haben uns natürlich insbesondere mit der Sozialwirtschaft beschäftigt. Das ist ja der Aufgabenbereich unseres Netzes. Zu diesem Zweck haben wir unser Netz ja geschaffen. Und wir stellen fest, dass es sehr viel Mehrwert haben kann, wenn man in diesem Sozialmodell tätig ist, wie das Steffi ja auch ausgeführt hat. Aber das ist natürlich nicht alles. Man muss vor allem, denke ich, die Qualität der Beschäftigung sicherstellen. Ob das jetzt über Privatunternehmen ist, Sozialunternehmen, was auch immer. Wir DWISE, wir denken, vieles kann da funktionieren. Wir stellen daher als DWISE Empfehlungen her für die Sozialwirtschaft, aus denen hervorgeht, wie man entsprechend auch in die Gesellschaft in dieser Hinsicht investieren kann. Aber wir sind natürlich offen. Wir sind offen für Zusammenarbeiten, offen für alle Lösungen, die dazu führen, dass gewisse schlechte Praktiken aufhören, von denen wir immer wieder hören, dass geschützte Werkstätten nicht genügend Lohn zahlen, dass es keine sicheren Arbeitsbedingungen angeboten werden, dass Arbeitsbedingungen nicht zur aktiven Inklusion beitragen.
Und ich nenne da immer die Bestimmungen des Artikels 27. Das sind unsere Leitprinzipien. Und dadurch sollte die Politik auch vorangebracht werden, sollte sicherstellen, dass diese Perspektiven umgesetzt werden. Herzlichen Dank. Weitere Statements, dann würde ich nämlich noch ein paar Fragen vorlesen. Herr Wolfmeier und Stefan. Gerne, natürlich. Ja, danke. Ich möchte, weil das Social Economy Model jetzt so oft erwähnt wurde, kurz erklären, was das überhaupt ist. Ich nehme an, dass viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das ja gar nicht wissen. Sozialwirtschaftliche Unternehmen sind in der europäischen Definition Unternehmen, die eine gesellschaftspolitische Zielsetzung verfolgen, die dazu innovative, demokratische Unternehmensformen einsetzen, in der die Gewinne nicht ausgeschüttet werden an private Shareholder, sondern zum größten Teil im Unternehmen verbleiben und damit man sich an sozialen Ausschreibungsverfahren beteiligen kann, wo die sozialen Kriterien angewendet werden, braucht es mindestens eine Beschäftigung von 30% benachteiligter Personengruppe. Also das heißt, Menschen mit Behinderungen müssten mindestens 30% in so einem Unternehmen arbeiten. Und dann können diese Unternehmen in der öffentlichen Vergabe nach sozialen Kriterien Ausschreibungen gewinnen. Und das ist ein großes Thema. Also ich schätze auch das sozialwirtschaftliche Modell sehr. Wenn man sich nur anschaut, was in Österreich, da weiß ich es genauer, in Deutschland wird es etwa 10-mal so viel sein, nehme ich an. In Österreich werden öffentlich 44 Milliarden Euro jährlich ausgeschrieben. Frankreich hat vor 20 Jahren bereits verpflichtend vorgeschrieben, dass 10% der öffentlichen Ausschreibungen sozial vergeben werden müssen. Dann kann man sich vorstellen, was das für einen Wirtschaftsschub für den sozialwirtschaftlichen Sektor bringen kann. Und auch damit für einen Beschäftigungseffekt. Und dann wollte ich noch etwas kurz zu diesem Samhall-Modell sagen. Ich bin ein Verfechter von kleinen Strukturen. Und zwar von NGOs. Also die Zivilgesellschaft hat aus meiner Sicht immer die Kapazität gehabt, lokale und regionale und zielgruppenorientierte Bedürfnisse aufzugreifen und richtige Antworten zu entwickeln. Und dafür brauchen wir einen Innovationsrahmen. Österreich hat dazu ein gutes Beispiel gegeben vor etwa 30 Jahren. Es ist leider heute nicht mehr da. Die Aktion 8000 hat damals geholfen, maßgeschneiderte Unternehmen zu gründen, damit benachteiligte Personengruppen am Arbeitsmarkt wieder untergebracht werden konnten. Viele der Unternehmen bestehen heute noch. Eines davon ist die Chance B-Gruppe in Kleister. Also ich denke, wenn es gelingt, durch Rahmenbedingungen Innovationskraft zu erzeugen, dann können wir sehr maßgeschneiderte Lösungen für Regionen entwickeln. Herzlichen Dank und Stef de Kock, please. Da war noch. Yes, thank you. I would like. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Zahlen in dieser Hinsicht sehr wichtig sind. Ich denke, dass die jüngsten Zahlen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in unterschiedlichen europäischen Ländern aus dem Jahr 2011 stammen bei Eurostat. Also das ist wirklich nicht aktuell. Wir brauchen wirklich aktuelle Erhebungen in dieser Hinsicht. Da müssen sich auch die Menschen zur Beteiligung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt. Und in einer zweiten Phase können wir dann vielleicht, warum nicht, auch Beschäftigungsraten vorgeben zur Verringerung dieser Zahlen. Das können wir den Mitgliedstaaten vorgeben. Ich denke, wir haben eine Beschäftigungsquote von 50% für Menschen mit Behinderungen, 76% für Menschen ohne Behinderungen. Wir könnten auch allen Mitgliedstaaten vorgeben, diese Lücke zu reduzieren. Das wäre doch möglich. Aber der Ausgangspunkt wäre natürlich, dass wir erstmal eine gute Erhebung machen. Das könnte vielleicht Eurostat machen. Die könnten vielleicht ihre Zahlen von 2011 aktualisieren. Dann Samuel, gut.
Das könnte vielleicht auch auf Flandern übertragen werden. Da haben wir etwas Ähnliches mit einer Ausnahme. Unser Unternehmen ist auch staatseigen. Was wir dann in Flandern auch festgestellt haben und vielleicht für Flandern unterscheidet von anderen Ländern, ist, dass wir auch Unterstützung haben für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, zum Beispiel für solche Custom Worker Unternehmen, Unternehmen der bedarfsgerechten Arbeit. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, wenn sie Menschen mit Behinderungen einstellen. Zunächst einmal, was den Prozent des Gehalts angeht, zwischen 45 und 60% des Gehalts, je nach Behinderung. Und dann zweitens, ebenfalls sehr wichtig ist, dass wir eine Gebühr bekommen zwischen 4.500 und etwa 6.500 pro Person pro Jahr für die Anleitung von Menschen mit Behinderungen. Und diese Anleitung oder Beratung, das kann Jobcoaching sein, Arbeitsplatzcoaching, das kann aber auch etwas im technologischen Bereich sein, dass eine Person, die nur einen Arm hat zum Beispiel, technologische Unterstützung bekommt. Eine unserer Unternehmen verwendet hier ein Gerät, um das Problem zu beseitigen oder zu überwinden. Und es ist auf jeden Fall sehr wertvoll, wenn man da eine gute Unterstützung hat, einen Prozentsatz des Gehalts, aber auch eine gute Anleitung. Und dann ebenfalls etwas Wichtiges in diesen Unternehmen. Wichtig ist auch, dass die Sozialdienste sich um nicht berufliche Probleme von Menschen mit Behinderungen kümmern, zum Beispiel um Mobilitätsfragen oder auch um Kinderbetreuung. Das ist auch eine sehr wichtige Frage. Auch diese Aspekte müssen mit berücksichtigt werden, wenn wir die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen fördern wollen. Vielen Dank. Ich möchte nochmal mit Blick auf die Zeit. Wir müssen um 19 Uhr pünktlich schließen. Das ist auch mit den Gebärdensprachdolmetscherinnen so vereinbart. Und dann haben wir 2 Stunden ein Thema erst anreißen können, aber natürlich nicht grundsätzlich lösen oder groß verändern. Ich würde gleich nochmal mir ein paar Fragen raussuchen und dann da noch Zeit haben für die Beantwortung und dann müssen wir leider schließen. Ich weiß, es brennen noch viele Fragen unter den Nägeln. Da schlage ich vor, wenn jetzt eine Frage nicht ausreichend beantwortet wurde oder überhaupt nicht beantwortet werden konnte, schreiben Sie uns eine Mail. Wir leiten das dann auch an die entsprechenden Panelistinnen hier, an die Ansprechpartnerinnen weiter. Und somit geht nichts verloren. Wir haben heute aber leider nicht mehr in den 15 Minuten die Zeit, alles adäquat und ausführlich beantworten zu können, weil wir nicht überziehen dürfen und nicht können. Da bitte ich um Verständnis. Und jetzt gucke ich noch mal kurz in die Fragen rein. Herr Bauch in Deutsch oder J. Bauch in Deutschland. Große Konzerne geben immer mehr Aufträge an Werkstätten. Theoretisch können diese Aufträge von den gleichen Menschen auch in den Firmen abgearbeitet werden. Konzerne haben eigene Ausbildungswerkstätten, Konzerne haben eigene Weiterbildungsinstitutionen. Warum keine Bereiche, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten? Das könnte doch ein Schritt in die richtige Richtung werden. Einmal das. Ich schaue noch mal direkt an Herrn Wolfmeier. Auch in Deutschland gibt es regionale personenzentrierte Lösungsansätze. Möglichkeiten jenseits des Werkstattsystems bietet eigentlich nur das persönliche Budget. Interessierte Betroffene sollten sich regional bei Kostenträgern und Integrationsfachdiensten vor Ort beraten lassen. Hier ein Statement. Custom Work wurde schon beantwortet. Dann vielleicht noch eine direkte Frage an Herrn Koch und dann würde ich in die Beantwortung gehen. Zum Herausarbeiten der Fähigkeiten.
Wie kann man sich dieses Verfahren zum Herausarbeiten der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung vorstellen? Und wäre es nicht sinnvoller, die Menschen durch ein Erproben und Praktika erleben zu lassen, was sie leisten können und woran sie auch Spaß haben in der Arbeitswelt, einfach weil es dann greifbarer ist? Meiner Erfahrung nach sind die ewig wiederkehrenden Testungen für Menschen mit Behinderung durchaus belastend und auch nicht wirklich aussagekräftig. Vielleicht könnte man das in Verbindung mit dem Behindertenausweis, dem kommenden, hoffentlich bald kommenden EU-Ausweis in Verbindung bringen. Das kann eine Möglichkeit sein, weil ja auch das Thema Mobilität angesprochen wurde. Ich lebe in Deutschland, ich möchte in Österreich oder in Irland oder in Spanien, Belgien eine Ausbildung machen, arbeiten. Wie viel zählt denn der Ausweis? Da planen wir auf jeden Fall was auf europäischer Ebene. Auch die Kommission hat uns dazu gesagt, dass sie Vorschläge, konkrete bald uns vorlegen werden. So, 7:10. Ich würde jetzt in die Beantwortung der Fragen geben. Herr Wolfmeier, war das eine Hand? Oder sonst würde ich an Herrn Kock, weil der ja auch konkret angesprochen wurde. Gerne, Herr Wolfmeier. Ja, na, Franzi, Herrn Kock zuerst, natürlich. Oder Herr Kock, bitte. Ja. Herr Kock, die Testung, das ging nochmal in die Richtung. What was a specific question to me? Ja, das war eine an mich gerichtete spezifische Frage. Ein Moment, da ging es. Sie haben die Testung oder das Herausarbeiten von Fähigkeiten angesprochen und da hat die Fragestellerin gesagt, ist es nicht, wie kann man das einfacher machen? Ginge das nicht durch Praktika, dass man es einfach durch längeres Ähnliches hatte, glaube ich auch Frau Hartney erwähnt, dass man das einfach die Menschen länger in einem Praktikum lässt, um dann zu gucken, was kannst du wirklich und nicht immer testen, was sehr unangenehm ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, und dass man das den Menschen halt nicht immer antun möchte, wie passend sind sie denn, und dann hast du den Test nicht bestanden und dann, du passt eben nicht. Ja. Genau. Good question. Das ist eine gute Frage. Das machen wir auch. Es ist natürlich sehr wichtig, auch die Verbindung herzustellen zwischen der Schule und der Beschäftigung. Und eins der Instrumente, das wir am meisten nutzen, sind solche Praktika. Da kann ich eigentlich nur bestätigen, was Sie sagen, von der Praxis her. Und wir fangen da auch an im Alter von 17, auch was so Spezialfähigkeiten betrifft. Und jede dieser Firmen nutzt auch solche Art von Praktika-Angeboten. Ja, vielleicht kann ich das noch mal kurz kommentieren für Irland, wenn das von Interesse ist. Die Nutzung von Praktika steckt bei uns auch noch in den Kinderschuhen, insbesondere im öffentlichen Dienst. Aber es ist eben natürlich die große Herausforderung, aus dem Praktikum dann eine Festanstellung zu machen, eine vollbezahlte Festanstellung. Und das ist etwas, was jetzt erst vor ganz kurzem die Regierung zugesagt hat, das auszuprobieren. Was leider nicht häufig genug genutzt wird, sind Ausbildungsgänge meines Erachtens. Aber auch hier werden jetzt neue Ziele definiert, denn es ist wichtig, solche Arbeitspraktika einerseits zu ermöglichen, aber eben auch eine Ausbildung anzubieten, weil das ja vielleicht etwas ist, was dem Betroffenen Spaß macht und was er gerne weitermachen möchte und wo er sich weiterbildet. Möchte. Da waren allerdings dann auch die Arbeitgeber so ein bisschen zögerlich und sie haben dann auch gedacht, dass sie wahrscheinlich ganz besondere Vorkehrungen im Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz treffen müssten. Also insofern müssen auch zunächst einmal die Arbeitgeber geschult werden und sensibilisiert werden, um solche Chancen überhaupt zu eröffnen für Menschen mit Behinderungen. Herr Wolfmeier, herzlichen Dank. Ja. Ich möchte noch etwas ergänzen. Die EU hat ja ein sehr gutes Instrument entwickelt, nämlich den europäischen Qualifikationsrahmen, um einerseits
Qualifikationen in Europa vergleichbar zu machen. Also auch die Frage, kann ich woanders Ausbildungen machen, können die anerkannt werden? Das ist also mit diesem europäischen Qualifikationsrahmen möglich. Aber, und das ist für mich das viel Wichtigere daran, mit dem europäischen Qualifikationsrahmen ist es möglich, auch informell erworbene Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse anzuerkennen. Und wir haben dazu, also ganz kurz, dieser europäische Qualifikationsrahmen hat 8 Stufen und das sind im Wesentlichen Stufen von Selbstständigkeit. Und in Deutschland und Österreich ist die Lehre, also ein Lehrabschluss, auf Stufe 4. Das heißt, wir haben jetzt schon in diesem System die Stufen 1, 2 und 3 und wir haben hier in der Chance B-Gruppe gemeinsam mit europäischen Partnern daran gearbeitet, wie wir dieses System für diese Stufen nutzen können. Also hier könnten auch einerseits Jugendliche und Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, sehen, wo sie stehen. Sie können sich besser orientieren und die nächsten Schritte erwerben. Und gleichzeitig kann man damit ein Anerkennungsverfahren verbinden. Und dieses System ist in manchen Staaten schon eingeführt, unter anderem in Frankreich. Also das wollte ich noch anmerken. Und grundsätzlich, ich denke auch, die Testungen sind nicht das Thema. Also Testungen sind ein Problem. Aber Fähigkeiten herauszuarbeiten und damit den jungen Menschen Möglichkeiten zu geben, zu wissen, was sie können und wie sie es können und wo sie Hilfe brauchen, das ist das Entscheidende. Und das ist auch im Supported Employment Konzept, also im Konzept der unterstützten Beschäftigung, das zentrale Element, nämlich an Fähigkeitsprofilen zu arbeiten. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich gucke auf die Uhr. Es ist fast Punktlandung. Natürlich können wir sicherlich noch 2 Stunden sitzen und noch weiter darüber diskutieren. Es war unheimlich interessant, wie Sie auch von Ihrer Arbeit berichtet haben. Hat nochmal gezeigt, wo wir stehen, wo wir stehen sollten, wo wir auch überhaupt nicht stehen. Angesichts der Ratifizierung einer Menschenrechtskonvention und dass wir nicht über, es ist eine Bereicherung doch für alle, das hört man dann immer ganz oft, Menschen mit Behinderung sind doch eine Bereicherung, da verwehre ich mich immer, weil wir sind keine Bereicherung, wir sind normale Menschen, die das Recht auf Teilhabe haben und die UNBRK, die UN-Behindertenrechtskonvention sagt es ganz klar, was geht und was nicht geht, weil einem ja dann manchmal dann das eigene Interesse vorgeworfen wird, sondern es steht klar drin, Artikel 27 sagt es und dass es die Einrichtungen, die es mal gab, ihre Berechtigung hatten aus Gründen, die Eltern, die sich dafür entschieden haben, die sich auch entsprechend Sorgen gemacht haben. Das war eine Entscheidung, die damals im vorigen Jahrtausend getroffen wurde und ausgebaut wurde, aber wir befinden uns im Jahr 2021 und dass es nicht mehr sein kann, dass man jungen Menschen sagt, naja, aus dir wird auf jeden Fall nur dieses oder dieses und du kein eigentliches Wahlrecht oder eine Möglichkeit hast. Die Punkt, wie komme ich aus dem System raus? Warum ist das so schwer? Auch Eigeninteressen, die da sind, muss man klar sagen. Warum ist Deutschland on the top mit 300.000 Werkstattmitarbeitern in der Europäischen Union? Und natürlich auch, dass ich Privatwirtschaft nicht immer rauskaufen kann, sondern was können wir tun, um hier Durchlässigkeit, Möglichkeiten zu schaffen, finanziell, strukturell. Und ich glaube, das hat heute Abend in den 2 Stunden, war ein erster Einblick. Ich habe mich sehr gefreut über die rege Teilnahme. Ich bedanke mich bei den Panelistinnen, bei den Teilnehmenden, aber sonst wäre das hier nicht möglich, bei den DolmetscherInnen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich überreiche Ihnen einen virtuellen Blumenstrauß. Ich kenne ja einige Kolleginnen schon etwas länger. Ohne euch, ohne sie, hätten wir das hier heute nicht machen können. Und dann wäre die Veranstaltung ins Wasser gefallen. Also nochmal herzlichen Dank für diese kompetente Dolmetschung, Unterstützung.
Und ich hoffe, wir werden auch in Zukunft weiter miteinander zusammenarbeiten. Es macht mir immer eine große Freude. Und das, finde ich, wird immer viel zu wenig gefleckt, gewertschätzt und, ich sag mal, gesagt. Wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, schicken Sie uns eine E-Mail und dann geht nichts verloren. Ich sage nur noch, kommen Sie gut nach Hause, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns alle mal live und in Farbe und wenn es wieder möglich ist zu reisen, Corona-frei, dann komme ich gerne nach Spanien, nach Irland, in die Steiermark, Belgien, fast ums Eck. Und gucken wir das an. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.